Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wir haben es jetzt endlich geschafft. Das Gebäude ist jetzt sozusagen begrenzt, beziehungsweise hat jetzt seine gesamten Ausmaße und das ist alles andere ist eigentlich abgerissen. Ich glaube, die Decke fehlt noch hier. Genau, die muss ich noch abreißen. Ja, wenn wir dann demnächst machen. Vor allem, ich traue mich halt momentan nicht so ganz wie ich am EBF. Das wird auch unsere hoffentlich soweit sein, dass da der EBF bleibt ja noch stehen, aber dass der zweite EBF sozusagen drüben schon aufgebaut wird. Ja, wie gesagt, LV habe ich auch alles aufgebaut, bis auf die Tanks da hinten, die greifen aber schon ins Leere. Das heißt, also die können demnächst weg. Die Batteriebuffer werde ich aufräumen, sobald ich unten alles angeschlossen habe, weil das ist nämlich noch nicht passiert. Beim letzten Mal haben wir ja an der Holzverarbeitung gearbeitet. Und da habe ich ja gesagt, ich mache das Gebäude fertig und das Nebengebäude nicht. Das habe ich nur zu 50% einhalten können, denn ich habe das Nebengebäude auch noch fertig gemacht. Und ein bisschen Garten und habe dann festgestellt, dass zum Beispiel ich da noch einen weitergehen musste. Wenn wir jetzt aber gleich sehen alles. So, also man sieht jetzt hier, ich habe hier auch ein bisschen, machen wir F7. Wir brauchen keine Kreuze. Also das heißt, das ist jetzt dann sozusagen unser kleines Schloss. Dass wir, halt noch dann befüttern, aber dann muss ich erst mal unsere EBFs umziehen, weil wir müssen massiv Kabel herstellen. So, Night Vision mal schnell angemacht. Genau, also das heißt, hier wird jetzt alles reinkommen, was Holzverarbeitung ist. Cutter und so weiter und so fort. Lubrikant wird aber in der Chemiefabrik hergestellt. Aber ich habe schon festgestellt, ich brauche ja nicht so viel. Also das heißt, ich kann dann irgendwann auch mal hingehen und sagen, okay, ich habe da hinten einen Supertank, ich habe da einen Supertank und ich kann dann mal immer wieder die Zellen hin und her transportieren. Das reicht vollkommen aus. Was man nicht vergessen darf, hier kommt noch auf jeden Fall ein Stockwerk rein. Also das wäre ein bisschen eichhoch. Das heißt, wenn es wohnlich werden sollte, dann oben, nicht unten. Bei unten wird gearbeitet. Genau, da wird geschuftet hier. Apropos, hier fällt ein Fenster. Hier können lustige grüne Leute rein. Ja, okay. Hier auch. Hier nicht mehr. Hier ist schon ein Glas. So, dann seht ihr hier, ich habe jetzt dann schon mal angefangen, die ersten Holzhölzer rüber zu holen. Das heißt, das Holz wird sich jetzt dann in diese Richtung hier ausbreiten. Das da ist nur, also der da und der da ist nur Deko. Dasselbe ist auch, also Moment, genau, wohnlich wird hier gar nichts, weil mir fällt gerade ein, ich brauche hier auch noch genügend Stauraum für meine Holzbretter und die werden bestimmt nach oben kommen. Weil hier unten wird ziemlich viel voll sein und wenn nicht, dann kommen da auch Drawer hin mit. So, dann haben wir hier unseren Holzstamm, wo man sozusagen durchsägen kann. Da ist immer ein Jahr wieder runtergefallen. Das heißt, wir können da wegen nachschieben. Und da hinten ist so eine Art Sitzmöglichkeit. So. Klack. Ausruhen. Genau. So, also dann haben wir hier, wie gesagt, unser Holz. Dann haben wir hier unsere Befestigung, dass das Holz nicht wegrollt. Ja. Hier haben wir das, brauchen wir es nicht, klar, weil hier haben wir unser Holz und da ist unser Standardholz. Also das heißt, das Ultra-Standardholz von ganz, 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 ganz früher ist Oak, Spruce, Birch und Tropic oder Jungle. Für mich ist das tropisches Holz. Und hier geht es halt dann los, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt hier den Dark Oak und Akazie und dann haben wir hier Rubberwood. Weil, wie gesagt, auch Rubber Pulp herstellen
Also Raw Rubber Pulp herstellen wird auch hier gemacht. Wird alles hier gemacht. Okay. So, genau. Dann, wie gesagt, haben wir hier schön den kleinen Weg. Hier kommen dann noch Blümchen hin oder sonstiger Käse. Und wir haben genügend Unterstände, um Holz abzulegen. Und ich habe mir gedacht, ja, ich überdache sie mal, weil ich stelle mir gerade vor, ich lasse die ganze Zeit das Holz draußen liegen. Ja, das kann dann gesägt werden 2161, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass Holz nass geschnitten wird. Ja, okay, hier kann man es mit Schmiermittel schneiden. Okay, also dann haben wir das soweit schon mal erledigt. Wie gesagt, Holz zieht peu à peu noch weiter um. Das heißt, hier vorne werden nur noch wirkliche Sämmlinge drin stehen und eventuell hier auch noch ein paar Bäumchen entstehen. Kommt drauf an, wie es mit dem Holz da hinten ausschaut. Weil das wird ja wirklich massiv. Man darf ja nicht vergessen, es kommt ja auch noch das ganze Forestry-Holz dazu. Ja, dann habe ich ja unten schon mal das Gerüst gebaut für unsere Farmen. Und da werde ich auch wirklich, also mit der Hand farmen, werde ich alle machen. Also das heißt, ich werde auch massiv Platz brauchen. Und jedes kriegt sein eigenes Häuschen, weil wir das Zeug auch übertrieben viel brauchen. Ja, weil, wie gesagt, aus Weizen macht man Brot, macht man Biomasse oder. Also da kommt so viel doch dazu, dass ich gesagt habe, das wird so entstehen. Dann habe ich ja noch eine zweite Form von den Farmen. Die wird dann aber sozusagen weiter oben und hinten entstehen. Also sozusagen, die werden dann eventuell irgendwo hier entstehen. Und wie ihr seht, ich habe das ganze Wasser mal trocken gelegt, dass wir hier anfangen können, das wegzuroppen, weil, wie gesagt, wir werden hier massivst Platz brauchen. Es kann halt, ja, es kann sein, dass ich bei Gemüse zwei Sorten reinmache. Aber sonst, wie zum Beispiel Weizen und so weiter und so fort, das ist definitiv alles eine Sorte. Das sind Großabnahmen und die kommen hier rein. Genau. Das heißt, ich werde auch immer hier einen Platz lassen. Dann kann man auch noch sogar durchlaufen oder vorbeilaufen. So, und es wird schon wieder dunkel oder es ist schon wieder dunkel. Ja, und der Onkel muss immer wegen was erzählen am Anfang, das wisst ihr. So, dann habe ich angefangen, meine Schaufel um meinen. Nein, bis jetzt nur meine Schaufel weiter zu leveln, weil, ich habe gesagt, es wird dann alles hier weitergehen. Das heißt, ich habe den Bereich bis hierhin schon zu sagen, bis zu dem vorderen Punkt da mit die Erde abgetragen. Da freue ich mich drauf, wenn der auch noch wegkommt. Moment, ist es das eigentlich? Das sind doch die Spinnen, ne? Cave Spider. Cave Spider braucht kein Mensch. Da können wir nämlich uns noch ein wenig unterhalten. Weil genau, also das heißt, ich trage jetzt das hier alles ab, dass wir die ganzen Erze und den ganzen Käse bis zu dem Punkt haben, wo ich runter will. Ich werde ihn, glaube ich, sogar komplett tief dann schon rausnehmen. Lieber schütte ich es wieder auf, das ist mir egal. Wie gesagt, dann gehen hier die Häuschen weiter, die gehen dann auch nach oben, aber oben haben wir ja auch das Problem, dass da auch demnächst dann das Windebiom entsteht. Und das brauchen wir momentan. Da wächst, glaube ich, alles schlechter. Und nee. Also da kommen irgendwann Bäumchen hin. Ja, Spruce Wood.
Na, guten Tag und ich habe dich abgebaut. Hervorragend. Broken Spawner, Cave Spider. Oh, also das wird auf jeden Fall noch groß und das da wird komplett abgetragen. Also das da geht noch komplett mindestens bis daher. Mindestens, vielleicht sogar noch weiter, weil wir auch noch den Bereich für die Felder machen müssen. Genau. Ja, ich hoffe, dass dann demnächst auch noch die, die Burgmauer weitergemacht wird von mir. Dass wir da auch noch vorankommen. Ja, so, das heißt, jetzt haben wir genug geschmart. Jetzt schreiten wir zur Tat, denn wir müssen den LV-Bereich unten anschließen. Ich hoffe, dass ich... Nee, ich habe noch nicht alles, oder? Ja, nee, ich habe die noch in der Kiste. Das wird jetzt eben, wie gesagt, wichtig, weil LV-Raum sollte definitiv laufen. Momentan ist es kein Problem, dass ich alles über eine einzige Leitung habe, weil 16 HV-Maschinen, na, immer mal 4, also 64 MV-Maschinen oder 4 Stacks, also 256 LV-Maschinen, sind illusorisch, hoffe ich. Ja, dann haben wir hier mal meine Kiste. Ich habe schon mal irgendwas teilweise vorbereitet. Also ich habe jetzt einen Medium Voltage Battery Buffer. Den brauche ich, um von LV, genau, von HV den Strom in MV zu speichern, dafür auch die Batterien. Dann habe ich einen Low Voltage Battery Buffer in 16 Slots, zwei Stück. Das sind der da und der da. Und eventuell noch der da. Ja, das wollen wir jetzt alles sehen. So, das heißt, wir gehen mal schnell runter. Dann schließe ich erstmal das Kabel hier hin. Dann habe ich einen Medium Voltage Transformer. Aber der ist falsch. Denn wir brauchen das Ding in HV. Also in High Ampere. Das heißt, ich brauche einmal Gold und viermal Kupfer. So, das heißt, du kommst dahin. MV High Ampere Transformer. Jawohl. Dann schließe ich den an, aber... Ihr habt es gesehen, nur normal geklickt und nicht gesneakt. Denn ich möchte ihn erst drehen. Muss ich die Enter-Taste drücken, dass ich wieder das machen kann. So, das heißt, wir haben es den schon mal so eingestellt, dass der auf jeden Fall... Nein, das ist falsch, was ich gemacht habe. Ha! Weg. Denn ich brauche noch was. Das habe ich jetzt noch nicht vorbereitet. Das heißt, ich brauche davon 2. Ich brauche davon 8. Und ich brauche davon 2. So. Okay, das kann ich mir gerade schenken. Das Goldkabel passt. So, dann heißt es Stainless Steel. So, wir haben jetzt 7 Large und 8 Medium Batterien. Das ist super. Das heißt aber, ich kann jetzt auch gleich da 4 rausnehmen. Und die 4 da reinschmeißen, weil das muss laufen, weil 4 Stück brauchen wir noch.
20 Stück brauchen wir Minimum. Normalerweise, glaube ich, brauchen wir sogar 8. Muss ich aber machen, wenn ich dann drüben bei der Erzverarbeitung bin. So, wie viel hast denn du jetzt noch fertig? 19. Das Schlimme ist, wenn ich vorne anschließen will, brauche ich über 100 Kabel. Das heißt, jetzt reichen. Das heißt, ich hoffe, dass es auch reicht für die Erzverarbeitung. Aber ich glaube nicht mehr, dass ich da noch so weit gehen muss. So, dann haben wir das hier. Da kommt das noch dazu. Du mache ich mal aus. Dankeschön. So, das heißt, wir haben jetzt die Hafermaschinenhalle. Das heißt, ich brauche jetzt Goldkabel. Nämlich 2 8er. Oh, nein, ich brauche 4 8er. Das heißt, ich kann demnächst gleich wieder anfangen, Gold durch die Wire mit zu jagen. Das machen wir gleich. Aber für mich gibt es jetzt sozusagen eine Regel, die einzuhalten ist. Und zwar die Regel lautet, das letzte wird nicht rausgenommen, sondern wenn man merkt, okay, ich bin jetzt bei 1, dann schneißt man halt wieder mal. Strom haben wir jetzt hoffentlich genug, das Material durch, und macht das Kabel schon mal fertig. Isolieren kann man es immer noch danach. Das ist, diese Seite ist egal, aber diese Seite ist ungemein wichtig. Und jetzt, wenn man zum Beispiel sieht, ne, Cupronickel ist jetzt das nächste fertig. Das heißt, dann geht das halt hoch. Man kann es jetzt entweder hoch machen oder runter. Bei denen mache ich es runter, bei den anderen mache ich es hoch. So, dann Polyethylen, also Polyethylen können wir da zurückbringen. 138 habe ich noch. Und wie gesagt, ich habe momentan keine Nachproduktion, also sollte ich aufpassen, dass es mir nicht ausgeht. So. Das heißt, du kommst dahin. Und du kommst dahin. Jetzt müsste ich auch einen Teil der Quest abgeschlossen haben. Habe ich jetzt doch einen 9er gemacht? Ja, ich bin erst witzig. Weil ich momentan noch so viel Stainless Steel habe, es reicht mir nämlich gerade momentan teilweise nicht. Und an Chrom komme ich erst dran, wenn die Erzverarbeitung wieder läuft. Also Erzverarbeitung ist mein großes Steckenpferd gerade. Das muss definitiv laufen. Darum sollte der EBF ja, in dieser Folge laufen und spätestens dann in der nächsten Folge dann die Erzverarbeitung. Ja klar, ich habe einen 8er genommen. Ja. Jack hat vorher schon richtig gedacht, nur danach falsch. Okay, also das heißt, wir brauchen jetzt davon 1, 2, 3, 4. Passt. 1, 2, 3. Auch vom Maschinenhall. Und ich wundere mich, dass ich nichts kriege. Wollen wir nie wundern. So, und hinlegen. Und passt. So, dann kann ich schon mal meine Zellen hier reinschmeißen.
Weil ich sozusagen mein Oxygen, das wo ich jetzt dann erstmal hier brauche, erstmal hier produzieren muss. Ich bin da momentan beim Gucken. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, weil zum Beispiel, man hat ja da hinten, also in der Chemiefabrik, habe ich ja immer zwei Elemente laufen. Ich habe Hydrogen und Oxygen in dem einen und das andere ist Nitrogen und auch Oxygen. So. Was passiert jetzt aber, wenn ich jetzt Oxygen viel, viel öfters brauche als die anderen zwei? Was ja auch so sein wird, weil sehr viele Geräte brauchen einfach Sauerstoff zum Anheizen der Flammen. So ist es ja vermutlich gedacht. Also bin ich momentan beim Überlegen, einen zweiten Oxy aufzubauen. Also wie es wir momentan haben, schon mit Hydrogen. Nur das Hydrogen entweder andersweitig zu verarbeiten oder andersweitig oder zu vernichten. Da bin ich noch beim Überlegen. Ich habe aber schon gesehen, dass ich, glaube ich, irgendeine Maschine irgendwo was noch machen kann mit Hydrogenverarbeitung. So. Hat doch der Onkel alles mitgenommen. Hat den Vierer und freut sich, dass das da auch erledigt ist. Gut. So. Dann heißt es jetzt, ich habe jetzt hier meinen HV und schließe mal meine vier Batterien an und freue mich. So, dann habe ich jetzt hier meinen nee, ich will es nicht, ich will es nicht, ich will es nicht herausfordern. Lieber dreimal 3 Meter laufen und noch ein bisschen Erde holen. Ich habe zwar keine Maschinen dran, es dürfte eigentlich nichts passieren, aber ne, frisst der Teufel fliegen. Mal da weg. So, das heißt, jetzt wird jetzt schon mal runter transferiert auf 16. So. Und ich mache es aber anders, weil das für mich billiger ist. Und zwar, wo habe ich jetzt meine Eingänge? Ich habe jetzt dann hier meinen einen Eingang mit 16 Batterien. Ich habe hier einen Achter. Und den anderen habe ich noch nicht aufgeschlagen. Das sollte ich auch mal tun. Wo der zweite 16er ist. So. Ich habe wieder mal meine Klapperradatsch-Kiste da. Das wird dann irgendwann mal sauber aufgeräumt. So, und dann heißt es jetzt nämlich, dann muss ich schon mal mein Redstone-Alloy-Kabel durchjagen. Ich glaube auch nicht, dass das reichen wird. Das wird witzig. So, entweder ich gehe jetzt hin und mache das mit mehreren Transformern. Aber das ist billiger. Billiger ist Kupfer und Zinn zu verschwenden. Ich habe Medium Voltage Battery Buffer, 16 Slots. Genau. Und der speist alles andere. So, wie weit bin ich jetzt hier mit dem Kabel? Heißt, ich muss jetzt mir nochmal Rubber durchjagen. Das heißt, ich werde jetzt auch demnächst mal nochmal Rubber machen müssen. Das heißt, eine Maschine bauen. Ja, das wird wichtig, weil das muss. Ah, weil, wie gesagt, momentan, also das wird auch so bleiben. Ich lieber verschwende ich nochmal Energie.
Weil ich habe noch keine Möglichkeit rausgefunden, dass ich ihm sagen kann, wenn Redstone-Signal da ist, dann gerade, wenn keins da ist, abgebogen. Und da darf nichts rein. Der hat keine Flüssigkeit, aber der hat hier seinen Flüssigkeitstank. Das heißt, wenn es blöd läuft und ich und der nicht dahin läuft, sondern dahin läuft, dann läuft mir auf einmal irgendeine Flüssigkeit, die wo also zum Beispiel Polyethylen auf einmal in den Chemical Reactor. Und dann darf ich wieder rumjonglieren, bis ich es raus hab. Nö. Muss nicht sein. So, momentan habe ich 8-fach drin. Muss ich schauen. Habe ich genügend 4-fach da? Nein. Dann machen wir das einfach mal so. Und das Lustige ist, ich stelle es gerade fest, das ist ja falsch, das gehört ja eigentlich hier hin. Dam-di-dam-di-dam. Könnte es eventuell, wenn ich die Ender-IO-Pipes habe. Das ist auch 8-fach. Wir müssen warten, bis das Kabel fertig ist, weil das muss, wie gesagt, das brauche ich unten. Weil, wie gesagt, billiger. Über weite Strecken das zu transportieren. So. Okay, ich habe jetzt dann sozusagen einen Puffer drin. Diesen Puffer setze ich jetzt. Also das heißt, ich habe jetzt dann hier meine Gerätschaften. Das heißt eigentlich, muss ich mal gucken, MVH Ampere Transformer. Das heißt, meine 4 werden zu 16. Meine 16 müssen aber dann ja auch wieder zu 16 werden und in jede Richtung rausstrahlen. Ich hoffe, dass das klappt, weil sonst brauche ich den ganz großen. Ich bin jetzt nur gerade beim Überlegen, wie ich es lege. Ich hätte gesagt, ich komme von hinten. Das heißt, ich muss jetzt erst einmal hier das Kabel verlegen. Dann ist jetzt die Frage, reicht mir das jetzt hier? Und ich gehe hier rüber. Ja, das reicht mir hier. So, das heißt, du bist weg. Dann heißt es jetzt für mich, ich habe jetzt dann hier meinen MV High Ampere Trans Dingsbums, den kann ich jetzt einfach anklicken. Okay, es passiert doch nichts. Sehr schön. Erst wenn Abnehmer dran sind. Das heißt, wenn jetzt hier ein Battery Buffer dran gehängt hätte, hätte es knallen können. So, und das heißt, jetzt habe ich meinen Medium Voltage. Den habe ich jetzt hier. Dann haue ich auch gleich meine Batterien rein. Wenn jetzt auch gleich alle das Laden anfangen, perfekt. Und ab jetzt kommt dann mein LV High Ampere Transformer. Das heißt, ich muss dich jetzt aber verdrehen. Ich drehe dich. Komm. Danke. Und dann heißt es jetzt, jetzt gehe ich dann hier nach oben, es sind 16 Batterien drin,
Da sind 16 Batterien drin. Ich habe den doch falsch gemacht. Den einen vorher machen müssen. Ja, ich bin gerade beim Überlegen, ob ich ihn nochmal. Model. Was ist gerade mein Problem? Nee, mein Problem ist, ha, ich mache das anders. Ich weiß, wie ich es mache. So, das heißt, ich habe noch diese Dirtblöcke dabei. Ja, das heißt, du kommst hier hin. Gibst es an die und an die Richtung raus. Ja, dann habe ich jetzt dann toll. Okay. Dann habe ich jetzt den daher. Nein. Du kommst hier hin. Warum kommst du hier hin? Ganz einfach. Das heißt, ich habe jetzt dann hier meinen Anschluss. Ich brauche ein 16er Kabel. Dann 1, 2, 3, 4 Stück, dass der angeschlossen wird. So, und dann heißt es jetzt für mich, ich habe hier einen 16er, ich habe hier einen 16er und hier hinten habe ich meinen 8er. Den 8er habe ich noch nicht mit runter. Also das haben wir gesagt, wir brauchen 4 mal 16 MV-Kabel. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, da drin bestimmt. So. Das Blue Alloy können wir schon mal aufräumen. Vierfach ist schon mal richtig. Ja, und du kommst dann da rein, weil ich brauche noch mehr Gummi. Egal, ob es klappt oder nicht klappt. Nein, hat nicht geklappt. Oder beziehungsweise doch, hat doch geklappt. Mach mal schnell mal das da draus. Das erste 16er. Ich hoffe auf jeden Fall, dass mir das reicht. Ah, ach so, okay. Was? Ja, genau. Weil jetzt habe ich das Problem, dass mir die ersten Batterien ausgehen. Somit arbeitet der nicht mehr sauber. Müsste wieder laufen. Perfekt. Dann müssen wir es ja auch unbedingt anschließen. Das heißt, ich kann jetzt mir erstmal Tindust
kommt in den Ofen. Dann habe ich jetzt diesen Spawner, den räume ich mal in die Aufräumkiste auf. Dann heißt ab in die Wiremill. Wie gesagt, nicht, dass ich auf einmal hier dumm aus der Wäsche gucke, weil ich auf einmal keinen Strom mehr habe. Also MV läuft, aber LV kann halt irgendwann sein, dass nicht mehr läuft. Ja, und da bin ich auch schon bei 20.000. Also das sollten wir vermeiden. Also LV muss ich jetzt unbedingt anschließen. Und wie gesagt, ob ich es gleich anschließen kann, ob alles reicht, weiß ich nicht. Wir werden es aber versuchen und den EBF, wie gesagt, noch aufbauen. Wenn mir alles reicht. So, dann tu den auch mal isolieren. Und den letzten. So, dann habe ich dann Oak Drawers, 3 Stück. Kann ich auch gleich hier hin machen. Aber habe ich jetzt schon raus. Das heißt jetzt aber, ich brauche noch die Batterien. Habe gesagt, ich habe sie noch nicht überall raus. Hat ja auch Sinn und Zweck. Warum sollte ich Batterien die ganze Zeit mit mir rumschleppen? Wenn ich noch keine Abnehmer habe dafür. So, okay. Jetzt habe ich aber Abnehmer. Okay. Das heißt, ich brauche jetzt da noch 6 Batterien. Nehmen die gleich mal alle mit. Ja. Haben wir mal wieder super gemacht. Ich nehme sie die ganze Zeit vorher raus, damit ich sie nicht aus dem Rucksack holen soll. Mach's dann trotzdem falsch. Dann haben wir hier nochmal kleine. Ich hoffe, dass ich nochmal irgendwo kleine habe, weil sonst könnte es sein, dass mir es nicht reichen. Jetzt habe ich noch 2. Ich brauche auf jeden Fall noch. So, okay. Ist ja egal. Das heißt, ich mache den auch gleich hier hin. Wie gesagt, kann es sein, dass ich den hier noch austauschen muss und nochmal erhöhen. Bei Output hat er 16 Ampere. Kann sein, dass es reicht, kann sein, dass es nicht reicht. So. Gucken wir mal. Und wie man sieht, es reicht nicht. So, was brauche ich denn für den nächsten? Für den Voltage Power in LVMV.
Dafür brauche ich den. Ich brauche ein Zinnkabel, zwei Stück isoliert, 16er und ein 8er unrelated. Eine Pumpe, ein Spring und Lubrikantzellen. Das ist alles. Das ist alles kein Spiel, kein Problem. Also, das heißt, du kommst dahin. Dann brauchen wir, haben jetzt gerade gesagt, Pin-Cable 16-fach. Habe ich einen? Heißt, ich brauche noch einen. Einen, genau. So, was brauche ich noch? Dann brauche ich noch ein. Ah, okay, Copper-Cable 8-fach geht auch. Dann baue ich mir da ein. So, zuerst bitte den großen, dann den kleinen. Und so, was brauche ich denn jetzt? Einen Zinn und eine Kupfer. Geh ich mir mal holen. Und Kupfer. Ich brauche dafür eine kleine Tin. Da kommt das gleich mal rein. So, du kommst da rein. Item Auswurf mal wieder anmachen. So, dann haben wir festgestellt das, dann haben wir festgestellt das, dann haben wir festgestellt, ich brauche das. Das kommt dahin. So, dann brauche ich zwei Zellen. Lubrikant. Hier. Ja, du kommst dahin, du kommst dahin. Mittlerweile müsste die große Feder auch da sein. Und dann brauche ich noch eine Pumpe. Pumpe haben wir ja ein paar. Unten hätte ich noch eine, aber oben habe ich 14. Habe ich einen Low Voltage Power Transformer. Accept 16 Ampere, Output 64 Ampere. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt reicht und ich habe eine Quest abgeschlossen. Ha! Hurra! So. Wir machen mal weg. Jawohl, habe ich richtig angeschlossen. So, die Batterien sind voll. Die laufen. Ich hau ich da rein. Das heißt, ich die laufen jetzt auch. So, das heißt, ich brauche jetzt noch 6 Batterien. Kleine. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die noch alle habe. Haben hier noch einen Low Voltage Battery Buffer. Den hole ich mir hier ab. So, da habe ich Medium Batterien drin. Ich habe keine kleinen Batterien mehr. Das heißt, ich habe wirklich alle kleinen Batterien verbraten. Respekt, sage ich nur, Respekt. Ja, aber hinten muss ich es auf jeden Fall noch ein paar reinkriegen.
Das heißt ja, ne, ich habe hier nur 12 drin, dann machen wir unten auch jetzt mal nur 12. Dann müsste es auf jeden Fall reichen, dann brauche ich nur noch 2 irgendwann mal. Vielleicht hat die noch irgendeiner in seinem Rucksack. Oder draußen liegen noch welche rum. Müssen wir gucken. So, dann brauche ich jetzt auf jeden Fall erst einmal die ganz dicken Redstone Alloy. Da habe ich jetzt 4 Stück. Oh Gott. Ich sehe das schon kommen. Mir geht der Gummi aus. Aber sowas von. Und ich sehe das schon, den EBF werden wir nicht mehr in der Folge schaffen, den werden wir in der nächsten machen. Aber ich habe doch noch Low Voltage Battery Buffer. 4 Slots. Low Voltage Battery Buffer, 9 Slots. Den kann ich auch schon mal da lassen. Ein Transformer, den kann ich auch da lassen. Die Federn kann ich auch da lassen. So. Muss ich gucken, habe ich noch Redstone Alloy hinten? Ganzen Stack. Den werden wir auch nochmal zu Kabel umverarbeiten. Ah, das ist jetzt halt das Problem. Mir ist der Es ist halt schön, wenn der da rüber geht, ne, und der dann auch gleichzeitig das Laufen anfängt. Dann kriegt man einen Muffensausen, dass man wieder ne, dass man sich ein Mobile gebastelt hat. So, das heißt, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal 4. Vielleicht reicht mir das ja. Ich brauche auf jeden Fall jetzt gleich wieder was zum Hochhüppen. So, und ich hätte gesagt, als allererstes schließen wir die Mitte an. Das heißt, der da, der da, der da, der da. Und angeschlossen. So, das heißt, ich brauche auf jeden Fall, ich brauche 4 Stück. Und hierfür brauche ich ein Maßband. Das sind 7. Das sind 8. Das heißt, es sind 15, 16, 17. Ich brauche dann noch 17 mal 8. Davon. Dass ich auch noch den hinteren Bereich anschließen kann. Ja. 1, 2, 3, 4. Davon haben wir 9. Ey, ich muss das gesamte Redstone Alloy verbrauchen. War aber nicht so gewollt. Aber ich habe ja wenigstens noch irgendwas vorbereiten können. So, schauen wir gleich.
8, da hätte ich noch eins, sonst wären es 14. Was habe ich gesagt? 15, 16, 17. Und das Schlimme ist, ich muss das Kabel ja auch noch isolieren. Ich vermute eher, dass das das größere Problem sein wird als was anderes. Und ich muss halt auch hoffen, dass ich nicht genügend, dass ich nicht meinen ganzen Rubber verbrat. Nicht, dass ich dann auf einmal ja, nicht mehr weiterkomme. So, wir haben die gesamten Kabel. Nein, haben wir nicht, weil wir noch sie isolieren lassen. So, aber das heißt, ich bräuchte ja eigentlich einen Extractor, ne? Der Extractor, dass er sozusagen aus diesen Stämmen rauszieht. Und zwar einen Advanced Extractor. Das heißt, ich bräuchte zwei Circuits. Pumpe, Pisten, Kabel. So, Pumpe und Pisten dürften kein Problem sein. Die Circuits könnten das Problem sein. Da dürfte ich keine mehr haben. Ich habe noch einen. So, Circuit Assembler. Was brauche ich? SMD. Den blauen, glaube ich, habe ich nicht. Oder? Doch, den blauen habe ich. Den weißen habe ich nicht. Sind dann die Dioden? Oder brauche ich da die? Kann ich da auch die gelben nehmen? Das ist jetzt so, solche Sachen habe ich nur ganz im Kopf. Oder ist das gelb? Nee. Oder sagen wir mal orange. Dann brauche ich Silber und Gold. So, das heißt, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Die habe ich jetzt nicht mitgenommen. Was dahin? Und was habe ich jetzt bitteschön? Ah. Du bist da, ich brauche noch die Boards. Und nein, wir sind noch nicht fertig. Muss ich mal entlang laufen und Soldering Alloy finden. Das ist hier. Haben wir gleich 5 Stück. Jawohl, und er fängt das Arbeiten an. Das ist genau das, was wir wollten. Und das Schöne ist ja, dass die auf jeden Fall schon gepowert sind. Bei denen haben wir ja schon angeschlossen. Die sind alle voll. So, das heißt, wir haben noch den Circuit. Brauche ich noch das. Ich brauche erstmal noch eine Mütze Schlaf. Du weißt, dass ich noch 11V Hals habe. Danke. Dann habe ich noch gesagt, ich brauche eine Pumpe. Und einen Pisten. So, das heißt,
du kommst dahin. Du kommst dahin. Dahin, das heißt, ich baue jetzt noch zwei Glas. Glas, glaube ich, war gleich draußen um die Ecke. Jawohl. Und dann brauche ich noch zwei Kupferkabel und dann müsste ich es haben. Einen Advanced Extractor. So, Advanced Extractor heißt, es kommt Holz rein. Kommst du dahin? Dann machen wir mal schnell die Holzverarbeitung. Schauen, ob das funktioniert. Passt. Der arbeitet auch wieder. Und das ist sogar ein MV. Der arbeitet sehr laut, aber... Und schon brauchen wir den schnelleren. Kann mal schnell gucken, ob ich noch ein bisschen Rubber habe. Ja. Und ich kann euch nur eins empfehlen, wenn ihr Strom anschließt bei GT, nehmt euch Zeit, lieber zu viel Zeit verwenden, als alles neu bauen müssen. Das dauert nämlich länger. Ja, und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, müsste es genau gereicht haben. Okay. Und dann heißt es jetzt, ich brauche jetzt meine Blöcke wieder zum Hochhüpfen. Und dahin. Und dann dich bitte ändern. So, und jetzt dann hier. Und ich hoffe, dass ich mich nicht hier verzählt habe. 1, 2, 3, 4. Ich habe mich verzählt, aber im Positiven. Nur 16 gebraucht. Das auch gleich wieder ändern. Bevor ich jetzt einen freundlichen Tinnitus begrüßen darf. Gott, ist die Maschine laut. Bei euch ist sie vielleicht nicht so laut, weil momentan ist mein Headset etwas, lauter eingestellt. Ja, genau. Schmeiß mal in den da rein. Nicht doof. Das soll schneller ruhig sein. Okay. Ja, und genau das ist, was halt hinten nochmal stehen wird. Und ich bin dann noch beim Überlegen, vielleicht stelle ich sogar zwei hin. Wie gesagt, so das mit dem Rubberwood schaut ganz gut aus, dass ich so lasse. Ich sag, bis ich die andere Pflanze habe, mich da komplett auskennen. Ich glaube, da bin ich da einfacher dran. So, das heißt, das arme Kabel haben wir noch.
räumen wir auf. So, dann schauen wir mal hier rein. Wir haben hier alle Batterien voll. Eine wird noch geladen. Und hier sind sie auch gerade am Laden. Perfekt. Und hier sind auch alle geladen. Auch perfekt. Mein freundlicher Muffler ist auch da. Jetzt ist alles gut. So, jetzt ist alles noch besser. So, HV-Maschinenhall habe ich schon zwei vorbereitet. Achso, da wollte ich einen noch für eine normale Batterie machen. Ach komm, das machen wir noch. Jetzt müsste ja schnell gehen. Das heißt, ich brauche noch 4 Goldkabel. Dann haben wir noch mal eine Quest abgeschlossen. Genau. So. Dann können wir uns nämlich darauf freuen, dass wir diese Reihe auch komplett durch haben. High Voltage Transformer. Ja, okay, den habe ich noch nicht, dass wir auf die nächste Version gehen. Was geht mich das eigentlich kosten? Goldkabel und Aluminiumkabel und Ultra Low Power ICs. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ja. Ich will jetzt aber gerade eigentlich nicht da unten das ganze Kabel ändern. Cable. Dann Klammer auf. HV. Nee. EV Klammer zu. Wir können ja mal schnell nochmal gucken. Also wir haben die Chrom. Das hat 3 Ampere und verliert 4 EU pro Meter. Dann haben wir Stahl, macht 2 Ampere und verliert 2 Ampere. Dann Black Steel ist es dasselbe in Blau mit 3,2. Titanium, Max Ampere 4, Lose 2, also das heißt 2:1. Aber ich bräuchte weitaus dünnere Kabel. Also Titan haben wir noch nicht. Aluminium wäre das dann sozusagen das erste. Da haben wir 2:1. 2 Ampere, aber das ist ein Superconductor. Und das ist ein Draconium. Das ist noch besser. Also am besten finde ich eigentlich hier das Titaniumkabel. Weil ich habe genauso viel Verlust wie beim... Nein, ich habe genauso viel Verlust wie beim Superconductor. Also beim Base. Ja, weil ich habe 4 und das heißt ja 4, 8, 12, 16. Das heißt, ich habe, um 16 anzuschließen, brauche ich ein 4er Kabel. Ja, das da. Okay, aber ich habe 2048 EV, was dann durchgejagt wird, ne? Aber ich möchte jetzt nicht gerade die ganzen Dinge ausmachen und vor allem, wir brauchen Titan, das heißt, wir brauchen den Mond. 16 und der, ja, Nikromkabel ist ganz komisches Kabel, das heißt, ich müsste, ja, nee. Da, beim Stahlkabel hätte ich 16, da bräuchte ich einen 8er und da bräuchte ich halt nur einen 4er. Also ich finde, Titanium ist dann das Beste. So, wir schmeißen dich wieder rein. Ich habe jetzt dann nur vermutlich das Problem, dass uns die ganzen Circuits ausgehen. Ja, das heißt, wir müssen erstmal wieder irgendwas vorbereiten. Ja, da hätte ich halt noch gerne den EBF vorher hinten klatschen. Aber nicht mehr nach einer Stunde. Ja, ich schon viel zu, viel zu lang schon wieder. Ja, kennt man ja. Okay, dann rassle ich mal wieder schnell runter. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr meine Folge für gut befunden habt, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Oder wenn der
ihr sagt, ja, nein, YouTube soll deine Videos besser verteilen, dann eben auch. Und dann gibt es nur dazu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.